Hallo YouTube, Daniel von Games on Tables wieder hier. Und heute beschäftigen wir uns mit der Nebulon B-Fregatte von Star Wars Armada. Zunächst einmal zu dem Schiff selbst. Die Nebulon B-Fregatte ist ein Schiff der Rebellenallianz, kommt mit in zwei Varianten. Einmal die Escort-Fregatte und die Unterstützungsfregatte. Erstere kostet 57 Punkte, zweitere kostet 51 Punkte. Beide kommen mit 5 Hüllenpunkten daher. Kommandowert von 2. Die Unterstützung hat einen Staffelwert von 1. Die Escort-Fregatte von 2. Beide mit einem Technikwert von 3. Einem Ausweichen, 2 Brace-Tokens. Die Escort-Fregatte mit 2 blauen Würfeln in der Staffelabwehr. Die Unterstützung mit einem. Die Schablonen zur Bewegung sind identisch. Bei Geschwindigkeit 1 ein Knick im ersten Glied, bei Geschwindigkeit 2 je ein Klick im ersten und zweiten Glied, bei Geschwindigkeit 3 im zweiten Glied ein Klick, im dritten Glied 2 Knick, im ersten gar keiner. Die Bewaffnung ist in beiden Varianten ebenfalls gleich. Die Antischiffsbewaffnung, 3 rote voraus, 2 rote ins Heck, ein blauer, ein roter jeweils zu den Seiten. Nach vorne 3 Schilde, nach hinten 2 Schilde, zu den Seiten ein Schild. Da ist meiner Meinung nach auch schon eine der Schwächen dieses Schiffes benannt, zu den Seiten nur ein Schild. Das heißt, das Schiff könnte gegen Bomber Probleme kriegen oder gegen schnellere Flankschiffe, weil 5 Hüllenpunkte ist jetzt auch nicht viel. Zu den Slots hat ein Offiziersslot, ein Unterstützungscrew-Slot, ein Turbolaser-Slot. Damit kann man ein bisschen was an Ausrüstung machen. Was für Ausrüstung haben wir denn in diesem Erweiterungspäckchen drin? Wir haben ein Navigationssystem. Das Navigationsteam gehört auf den Hilfscrew-Slot, kann bei einem Manövrierenkommando den Navigationsmarker ausgeben, um entweder den Schub zu verändern oder den Kurskorrekturwert um 1 zu erhöhen. Das heißt, man kann quasi den Navigierenmarker ein bisschen aufwerten, da sowas ähnliches wie ein, ja, ich nenne es mal ein kleines Rad draus machen. Kostet 4 Punkte. Für 5 Punkte das Technikerteam, was einfach bei einem Technikbefehl sagt, du kriegst einen zusätzlichen Technikpunkt. Für 5 Punkte finde ich es ein bisschen teuer. Ein Technikpunkt kann auf großen Schiffen viel wert sein, wenn zum Beispiel der Sternzerstörer anstatt 4 auf einmal 5 Technikpunkte hat. Oder halt die Nebulon B hier statt 3 auf einmal 4 Technikpunkte hat. Dann für 8 Punkte, der an meiner Meinung nach das stärkste von diesen Upgrades, der Antriebstechniker, der hat sagt, nachdem man einen Manövrierenbefehl benutzt hat, darf man diese Karte erschöpfen, um noch ein Schub-1-Manöver auszuführen. Das ist wiederum eine Karte, die der Spielweise der Rebellenallianz meiner Meinung nach sehr zugute kommt, weil die Rebellion darauf setzt, schnell hinter den Gegner zu kommen, den großen Feuerwinkeln auszuweichen, den Feuerwinkel mit vielen Würfeln auszuweichen. Dementsprechend kann man damit auch so ein bisschen die Seitenschwäche dieses Schiffes hier kompensieren, indem man halt versucht, den Seitenwinkel vom Gegner wegzuhalten. Dann ist in dem Pack auch noch der XI-7 Turbolaser drin. Für 6 Punkte. Der besagt, dass wenn man angreift und der Verteidiger gibt ein Umlenken-Token aus, darf er nur einen Schaden umlenken. Dieses Upgrade ist für Listen, die darauf ausgelegt sind, dem Gegner einfach pur Schaden reinzudrücken und das möglichst konzentriert zu tun, absolut super. Wie gesagt, es kostet 6 Punkte, ich spiele es selber sehr gerne, und es erleichtert einem einfach ungemein den Schaden anzubringen. Beispiel: Großkampfschiff schießt, hat, um beim Sternzerstörer zu bleiben, 8 Würfel. Man würfelt ganz viel Schaden, ein Target Lock, um dem Gegner sein Einhalbieren-Token zu blockieren. Dann kann er sagen, ich lenke um. Ja, gut, du lenkst aber nur einen Schaden um. Den ganzen Rest kriegst du voll auf diese Hüllensektion. Das ist in der Regel bei 8 Würfeln hat man im Schnitt so, ja, ich sag mal, 5, 6, 7 Schaden. Das ist für den Gegner, gerade wenn es ein kleines Schiff ist oder ein mittelgroßes Schiff, wie zum Beispiel die Angriffsfregatte der Rebellen, die jetzt auch nicht so die vielen Hüllenpunkte hat, durchaus schon tödlich. Das kann ihn das Schiff kosten oder das Schiff zumindest so schwer beschädigen,
dass ein kleineres Unterstützungsschiff, was man selber spielt, ihm dann den Rest geben kann. Zu den Titeln. Wir haben den Salvation-Titel für 7 Punkte. Der besagt, dass wenn man aus der Bug-Sektion aus angreift, zählen die Crit-Symbole als 2 anstatt 1 Schaden. Kann man benutzen, um halt den Damage-Output des Schiffes zu erhöhen. Nachteil, man muss den Frontfeuerwinkel den Gegner zugewandt halten. Was wiederum bedeutet, dass ein Schiff mit diesem Titel in einer Liste, wo zum Beispiel ein Admiral Akbar das Kommando hat, fehl am Platze ist. Wenn man schnelle, wendige Listen spielt, dann ist es durchaus ein Schiff, wo man drüber nachdenken kann. Nachteil, man hat nur genau dieses eine, was diesen Effekt hat. Der zweite Titel, der Erlösungstitel. Für 8 Punkte, sobald ein befreundetes Schiff in Entfernung 1 bis 5 ein Technikkommando ausführt, erhält es einen zusätzlichen Technikpunkt. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, wo man drüber nachdenken kann. Man spielt einfach diesen Titel für 51 Punkte, die günstige Variante, kostet zusammen 49 Punkte und ist fertig. Da kommt nichts mehr drauf. Außer vielleicht eventuell noch für 5 Punkte das Techniker-Team. Wobei dieser Effekt vom Techniker-Team sich eigentlich nicht auf das andere Schiff überträgt, ist nur nützlich, wenn man selber was machen möchte. Dieses Schiff ist dann eine komplette Unterstützungsrolle und es tut eigentlich nichts anderes, als seinen Kollegen die Technikpunkte zuzuwerfen, damit diese Schadenskarten loswerden können. Der dritte Titel ist der Javaris-Titel, der besagt, dass eine Staffel, die sich durch einen Staffelbefehl aktiviert werden kann, bis zweimal schießen darf, wenn sie sich nicht bewegt. Kostet 5 Punkte. Das ist meiner Meinung nach der stärkste Titel auf diesem Schiff. Ich habe hier einfach mal eine Ausrüstungsmöglichkeit zusammengestellt. Man spielt diesen Titel auf dem Offizierslot den Flugkommandanten, der besagt, dass man seinen Staffelbefehl nach dem Ausführen des Manövers abhandeln kann. Der kostet 3 Punkte. Und das Jäger-Koordinationsteam für den Hilfscrew-Slot auch für 3 Punkte. Das besagt, nachdem man ein Manöver ausgeführt hat, darf man bis zu x Staffeln in kurzer und mittlerer Entfernung auswählen, die nicht im Nahkampf sind. Diese dürfen sich um Entfernung 1 bewegen. X ist in diesem Fall der Staffelwert des Schiffes. Das wäre, diese ganze Kombination spielt man auf der Escort-Fregatte. Das ist ein Staffelwert von 2. Was bedeutet das? Also, Jägerschiff fliegt, Jägerkoordinationsteam zieht die Staffeln nach, die man dabei hat. Vielleicht 2 Bomber, vielleicht 2 Abfangjäger, je nachdem. Darauf sagt der Flugkommandant, ich führe jetzt meinen Staffelbefehl aus. Worauf die Staffeln handeln. Diese bewegen sich nicht, können zweimal auf gegnerische Staffeln und/oder Schiffe feuern. Nachteil, diese Fregatte muss mit diesen beiden Staffeln, die sie quasi mitzieht, mitten in den gegnerischen Jägerpulk reinfliegen. Ist das ein Bomberpulk, kann das durchaus das Ende dieses Schiffes gewesen sein, weil die Bomber dann höchstwahrscheinlich zurückschießen können. Gerade wenn die Staffeln, die man dabei hat, nicht mehr viele Hüllenpunkte haben und dann relativ schnell abgeräumt werden. Ist das ein Mischpulk durch Bomber, zwischen Bombern und Abfangjägern, ist die Möglichkeit sehr groß, dass die Abfangjäger die Eskortstaffeln einfach wegfegen, worauf dann die Bomber nicht mehr im Nahkampf gebunden sind und dann die Nebelon B einfach zerlegen. Dementsprechend muss man da ein bisschen aufpassen, wann man jetzt seinen Angriff startet und wogegen man diesen Angriff startet. Was halte ich von der Nebelon B allgemein? Ich muss gestehen, ich habe sie auf dem Feld persönlich noch wenig eingesetzt. Auf dem letzten Turnier, wo wir waren, hat man sie häufiger gesehen. Mich persönlich hat sie bis jetzt noch nicht überzeugt. Ich bin gewillt, ihr nochmal eine Chance zu geben. Also ich werde sie in nächster Zeit nochmal ausprobieren. Vielleicht ändert sich meine Meinung da. Aber mein Favorit ist dieses Schiff definitiv nicht. Es hat eine mittelmäßige Offensivkapazität. Es kann ein halbwegs gutes Unterstützungsschiff sein, wobei ich da noch auf der Suche nach der optimalen Zusammenstellung bin. Diese gerade vorgestellte Jägerschleppvariante, nenne ich sie jetzt einfach mal, kann man machen. Die ist effektiv. Man muss aber wirklich halt aufpassen, wogegen. Gegen Schiffe mit großer Base sollte man sich das vielleicht nochmal überlegen. Ja, das wäre es erstmal von mir.
Wie immer, für Kommentare, Wünsche, Anregungen bin ich dankbar. Und ich sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal.